and his robot jazz band. A 1, 2, 3, 4. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Thief. Wir sind in den Glockenturm eingedrungen, nachdem wir das letzte Mal... Ist hier was drin? Nein. Ah, ein Lager, okay. Nachdem wir das letzte Mal den Juwelier erfolgreich, also mehr oder weniger erfolgreich ausgeraubt haben. Wir können ja mal probieren, ob wir ein bisschen sneaky und ein bisschen weniger, also mit ein bisschen weniger Töten hier vorankommen. Ist in dieser Kiste vielleicht was drin? Unikate. Eine Sammlung von Unikaten, bla 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 bla, okay. Hier ist überall was. Ah, hier ist noch was. Die Windung. Ach, das, also, ah, okay, dann ist der Glockenturm also sowas wie unsere Heimat, sag ich mal. Weil wenn jetzt hier die Unikate ausgestellt sind. Okay. Ich gehe mal hier so nach oben, mal schauen, was wir hier sehen. Dunkel. Komischer Frieden. Jennifer. Wo bist du? Komm vorbei. Ist dezent, angsteinflößend, triffbar, so im verkrüppelten Burig. Burig. Was? Was ist das? Die Stadt Stonemark, möchtest du dieses Viertel gehen? Da kann ich mich hier oben noch umschauen, ist hier noch irgendwas? Eine Sekunde. Okay, wir können gehen. War ein Versuch wert, hätte ja noch was sein können. Ja, hier von mir aus. Go. Hinweisbedrohungen können auch durch einen K.O.-Schlag von oben ausgeschaltet werden. Aber nur von oben, nicht von oben. Nicht von unten, nicht von vorn, nicht von hinten. Obwohl, von hinten mögen sie es trotzdem. Ich weiß nicht, irgendwie rede ich heute so leise, oder? So, hier so ein bisschen, ne, und bliblablub und... Wenn eine Patrouille im Weg steht, nutzt ein Werkzeug oder die Umgebung, um ihre Aufmerksamkeit abzulenken. Das geht vorbei, Sir. Ganz gewiss. Nicht die Schwermut. In zwei Tagen sollen Männer seinen Besitz für die Wache requirieren. Mit einem Kampf. Wo geht's hier jetzt wieder hin zum Glockenturm? Ah, Versteck. Tatsache. Das ist unser Hauptquartier. Wow, das hat gleich geruckelt. Entschuldigung. Frame Drops. Wie wir Experten so schön sagen. Ich sollte nicht noch mehr Muskeln zulegen. Dieses Leder ist ohnehin schon eng genug. Oh. Ja, das Problem habe ich auch jedes Mal. Habe ich stumpfe Pfeiler? Harte Zeiten. Ich hab keinen Stumpen. Ich hatte da auch einen Stumpenpfeil. Das Wetter schlägt um. Jetzt habe ich diese scheiß Pfeile wieder ausgerüstet. Dankeschön. Hier ist nichts. Wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Ich weiß, hier vorne aber klar. Aber hier scheint Licht aus dem Fenster, da können wir hin.
Hier, es liegt eine Goldmünze. Ich schau einfach mal kurz. Autsch. Gut, da müssen wir jetzt nicht gleich sterben, aber das war vielleicht etwas unbedacht. In das Fenster will ich trotzdem rein. Das geht vorbei, ja, Sir. Ganz gewiss. Nicht die Schwermut. Ja. Komm, das ist ein bisschen Speedrun. So, aber jetzt. Hier, komm, hoch. Also wenn hier nichts dahinter ist, komm, dann ganz ehrlich. Oh. Das ist mir ein bisschen zu hell. Was ist das für ein kleines Apartment? Psst. Und teilweise... Von wem war das jetzt die Stimme? Wenn ich nicht aufpasse, ende ich als Rattenfutter. Hier, Licht aus. Okay, gut, wir können wieder raus. Hier war nicht viel. Jetzt müsste ich schon wieder aufheben, Alter. Das hätte ich doch ruhig mal oben lassen können. Da weißt du, dass wir gleich wieder rausgehen. So, jetzt gehen wir vorne zu unserem Ziel. Richtig straight. Die Goldmünze nehmen wir nochmal mit. Da. Ich habe sie nicht gesehen. Es tut mir leid. Das ersparen wir uns jetzt mal. Das Wetter schlägt um. Ja, und ich darf nicht noch mehr Muskeln aufbauen. Ich habe es doch verstanden, Kollege. Nicht? Licht aus. Die Lichtschalter sind cool. Warum ist hier überall niemand? Kann ich das Licht hier ausschalten? Zusammenfassung: Waffenvorrat 16, Lager Black Ally verlegt, alle Teile durch die Wachen Minion und Kors inspiziert und erfasst. Okay. The Citizen. Die Straßen halten wieder mit dem Ruf der Wache. Stets aufmerksam im Kampf gegen die tobenden Seuche. Gegen die tobende Seuche der Schwermut. Die großen Tore schlossen sich, eine Ausgangssperre wurde ausgerufen und kein pflichtbewusster Bürger zeigte sich noch auf den Straßen. Ursley Dorham, seines Zeichens Hauptmann der Wache, bezeichnete die Aktion als bislang erfolgreichste Quarantänemaßnahme. Diese Abregelung dient der Sicherheit unserer geschätzten Bürger, sagte er heute Abend bei der Beaufsichtigung der Schließung des Verrätertors. Und das verdanken wir alles dem Baron, fügte er noch hinzu, bevor er nach Dayport zurückkehrte. Ein wirklich bescheidener Held unserer Stadt. Ja, ja. So hätte ich das auch gesagt. Ein Füller. Oh, great. I was kicked from the server. You know. Scheiße, jetzt ist es wieder aufgenommen. Nichts drin. Nichts drin. Wenn ich nicht aufpasse, ende ich als Rattenfutter. Korrekt. So, wir schauen uns jetzt mal schnell den Tresor an. Hätte wir hier, wenn hier kein Sammlerstück drin ist. Was kommt als nächstes? Wo läuft doch eine Wache lang? Oder? Ja, die Stifte sind noch jedes Mal anders gesetzt. Da. Hier. Da. Peng. Und komm, den letzten kriegen wir noch. So. Na dann. Offenbare dein Innerstes, lieber Tresor. Ah, was ist das? Eine Statue, eine Büste.
Mir tut der Rücken weh. Mir auch. Wir müssen wieder nach oben. Es ist ja dunkel. Ich muss schlafen. Redet er mit sich selbst oder sind das irgendwelche anderen Gespräche? Das ist mir nicht ganz klar. Und warum dürfen wir eigentlich hier jetzt nicht übers Helle gehen? Sind wir solche Schwerverbrecher? Bei allen toten Göttern! Taverne, der verkrüppelte Burrick. Ja, wir betreten die jetzt einfach mal. Sind wir nur so extrem gesucht, dass wir uns da nicht zeigen dürfen? Ich hätte das Einwegglas genommen, besser, das wiegt viel mehr. Garrett! Mist. Benutzt immer noch keine Tür. Du besuchst mich nicht, du schreibst nicht. Ich dachte, du und Aaron wärt bei dem Angriff aufs Anwesen draufgegangen. Quatsch. Wo zur Hölle bist du gewesen? Schrei nicht so. Ich weiß nicht. Du weißt nicht. Schön. Vergiss es. Interessiert mich gar nicht, wo du das ganze letzte Jahr warst. Keine Zeit für sowas. Vor allem bei der neuen Opiumabgabe des Barons wegen dieser Schwermut. Und die Schwarzsteuer des Diebesfängergenerals blutet uns Unternehmer aus. Wenn du einen Auftrag hast, dann lass hören. Bist du denn dazu bereit? Na gut, also folgendes. Du musst einen Ring für mich beschaffen. Heiratest du? Nie wieder. Du Mistvogel, ich schwöre, eines Tages mache ich einen Hut aus dir. Und opferst das Gehirn der Bande? Mir gehen die Finger aus. Der Auftrag. Ja, so. Ja. Klar, ihr gehört einem gewissen Cornelius Greaves, so ein gelackter Typ, der kein Stück Dreck an den Stiefeln hat. Das war's schon. Wo ist der Haken? Er ist tot. Ich bin ein Dieb, besser, kein Grabräuber. Das war erst vor kurzem. Er hat den Ring wohl nie abgenommen. Wo bleibt die Herausforderung? Herausforderung? Wir sind da, bevor ihn die Vorleute durchsuchen. Angeblich werden die Leichen zu der alten Gießerei bei Cinderfall gebracht. Dort wimmelt es von Wachen des Barons. Der beste Weg dorthin ist durch die alte Kapelle. Und vermassel die Sache nicht, Garrett. Manche müssen Schulden begleichen. Wer nicht erwischt wird, zahlt nichts. Ja. Jetzt raus hier. Und nimm die Tür. Bitte. Das ist also unser Typ von der Mission. Schön, dich zu sehen. Der sieht schleimig und eklig aus, wenn ich das so sagen darf. Wir müssen wieder Garnier dieses Hautpeeling benutzen. Verdammt, verstanden. Das sind Krähen, eine ganze Schar. Und sie wollen unsere Seelen. Sie singen das Lied von Baron Northcrest, dem Tapfer, der uns in diesen Eisenkäfig gesperrt hat. Im Namen des Fortschritts, Eisenstiefel will uns begraben. Aber die Krähen wissen, dass ein Sturm aufzieht. Ich habe etwas für all eure ruchlosen Bedürfnisse. Ein Penis. Alter, was gibt's alles für verschiedene Pfeiler? Stumpfer Pfeil. Wir nehmen einfach mal 10 Stück mit. Leuchtbombe, Mohn.
Das brauchen wir alles nicht. Ressourcen verkaufen. Nahrung könnten wir auch. So. Weil ich brauche sowas eigentlich immer viel nicht. Werkzeuge zum Öffnen von Gittern und Entfernen von angeschraubten Platten. Das werden wir irgendwann mal brauchen. Schlösserknackenqualität. Erhöht die Empfindlichkeit. Ach nö. Hilfsobjekte Glücksminze. Gott angeblich erhöht maximal Fokus. Erhöht den Gesundheitszuwachs. Breitkopf, also kein Geräusch. Schaden durch Feuer und Fallen. Seitenwind von. Das brauche ich alles nicht. Pass auf euch auf da draußen. Geht zur Kapelle, dann. Wir wollten Mortimer vertreiben. Also das würde ich nicht versuchen. Hat sich natürlich aufgeregt, also haben wir ihn verprügelt. Geschieht ihm ganz recht. Und dann den einen Namen gelegt. Er war nicht mal tot. Oh, schon wieder was zu lesen. Northcrest ungebrochen. Nach der Hinrichtung dieser Woche hat Baron Northcrest heute eine kurze Ansprache gehalten, die Ast. Ach nee. Ja, wenn ihr das lesen wollt. Ja, ich scrolle langsam mal durch. Warte mal, zugrunde liegt. Bitteschön. Einfach kurz auf Pause drücken. Etwas, das euch interessiert. So hat's bei den Nachbarn über uns auch angefangen. Wie ist es ausgegangen? Ich kam ins Borik und ging nicht zurück. Kann ich nicht, okay. Gut, wir gehen mal in die Kapelle. Ich muss schlafen. Okay. Die Stadt. So. Müssen wir uns jetzt hier gerade noch verstecken? Eigentlich nicht, ja? Ja? Dann müssten wir nach all den Jahren in der Fabrik ja bestens gewappnet sein. Ist ein Argument, ne? Ich hab schon so einiges raufgehustet. Tully hatte sogar eine Sammlung. Nein, so war es nicht. Ein Arzt hat ihm Geld dafür gegeben. Für eine Studie, hat er gesagt. Wenn Tully loslegte, konnte er mehr verdienen, als wir gekriegt haben. Was mache ich jetzt eigentlich hier oben? Jetzt ist er hinüber. Wie alles andere. Aber die Bürger scheinen echt zu leiden, ne? Ist hier hinten. So, wir müssen weitergehen. Morgen kommen wieder neue. Das waren die letzten, jetzt müssen wir neue machen. Wirklich, ja? Manche beißen sich die Zunge ab, damit es vorbei ist. Sie drücken sich Augen oder Ohren ein. Yeah. Das Glück will mit dieser Stadt nichts zu tun haben. Hi. Okay. Alter, läuft aber auch wie so ein Wahl von Morningside. Das Reich der Königin der Bettler. Ist hier irgendwas zum Stehlen? Nein. Guten Tag. Moin. Licht aus. Und wieder ein Zeitungstext. Keine alten Götter für die neue Stadt. So. Bitteschön. Schachmatt. Was ist das für eine Plakette? Schraubenschlüssel benötigt. Scheiße, wir haben den nicht mitgenommen. Okay, ich gehe nochmal zurück und hole den Schraubenschlüssel. Das kriegen wir hin. I'm walking on sunshine. Wow. I'm walking on... Außer Atem, der Gute. Ja, ich möchte nochmal zur Taverne. Ladebildschirm. Dann hole ich jetzt noch schnell den Schraubenschlüssel. Stadt stinkt schlimmer denn je. Jo, komm her. Ihr schon wieder. Herz Maul. Werkzeug, Schraubenschlüssel. Gut, dass wir 500 Gold sogar haben. Für euch habe ich immer geschafft.
ähnlich langen Ladebildschirme dann immer. Wobei, das geht ja noch relativ fix, muss man sagen. Jetzt, wenn ich da an den Just Cause 3 denke, das ist doch etwas langsamer. So, gleich ist er wieder außer Atem. Gute. So. Jetzt. Hier war die Platte. Jetzt bin ich einmal gespannt. Was ist das für ein Schraubenschlüssel, Alter? Das nehme ich mit. Sammlerstück. Kapelle unserer Dame der Eisernen Litanei. Das folgende wurde grob verunstaltet, Hoffnung von innen. Okay. Wow. Das hat sie jetzt gebracht. Na gut, aber in die Kapelle gehen wir es in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach ein Like da. Mein Name ist Tim Burton. Haut rein, Leute. Ciao.